Wer ist die reichste Familie in Ingolstadt? Platz 1, Leopold Stiefel, vormals von der Firma Media Saturn mit einem Vermögen von knapp 600 Millionen Euro. Im Jahr 1979 gründete Leopold Stiefel mit anderen Unternehmern die erste Mediamarkt-Filiale in einem Münchner Gewerbegebiet. Das bahnbrechende Konzept war, ein großer Elektronikfachmarkt zu sein, der im Unterschied zu den kleinen Fachgeschäften ein hohes Sortiment im Angebot hat. Das Konzept funktionierte und führte nach einem starken Wachstum dazu, dass das Unternehmen Galeria Kaufhof im Jahr 1988 in Mediamarkt investierte. Dies hat unter anderem zur Folge, dass zwei Jahre später Mediamarkt seinen größten Konkurrenten Saturn aufkaufte. Seit diesem Zeitpunkt arbeiten die beiden Unternehmen zusammen. Mittlerweile unter dem Konzern Seconomy mit einem Umsatz im Jahr 2021-2022 von knapp 21,8 Milliarden Euro. Für mehr solcher Videos folgt dem Kanal, denn es stellt sich die Frage: